Bei der Nachfolgekonferenz in Paris im Jahre 2015 muss es uns gelingen, ein für alle Staaten und für uns alle verbindliches Klimaabkommen zu verabschieden. Wir haben eine große Herausforderung vor uns. Wir müssen dieses Abkommen treffen, und das ist sicherlich die wichtigste Pflicht der humanitären Solidarität in unserem Jahrhundert. Der Klimawandel bedeutet die Vernichtung unseres natürlichen Habitats, und das bedeutet vielmehr auch die Vernichtung von zahlreichen Menschenleben, von vielen Werten und Gütern, persönlichen Chancen vieler Menschen. Der Klimawechsel ruiniert die Hoffnungen von Millionen Menschen auf Wohlstand. Das bedeutet, dass wir eine Verantwortung haben, jetzt auch zu handeln. Jedes einzelne Land, jeder Politiker. Wir haben diese Verantwortung, weil wir ganz genau wissen, dass der Klimawandel von Menschen gemacht ist. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um zu gewährleisten, dass ein historisches Klimaabkommen von allen Staaten in Paris im Jahre 2015 verabschiedet wird. Und wir müssen substanzielle und auch zuverlässige finanzielle Verpflichtungen eingehen, enger miteinander zusammenarbeiten, voneinander lernen und neue Bündnisse stiften. Um das zu fördern, haben 10 Länder in diesem Sommer, sowohl Schwellenländer als auch entwickelte Länder, den sogenannten Club für erneuerbare Energien gegründet. Das sind Länder, die jetzt auf jeden Fall für die verstärkte Nutzung erneuerbaren Energien sorgen wollen. Das ist konkrete Aktivität, das brauchen wir dringend. Meine Damen und Herren, in Durban haben wir ja den Kurs gesetzt für ein umfassendes Klimaabkommen. Hier in Warschau zeichnen wir jetzt den Weg vor, wie wir da hinkommen wollen. Und das kann nur wirksam erreicht werden, wenn wir mindestens 3 Ziele verfolgen. Erstens, ein rechtlich verpflichtendes Abkommen für alle Staaten. Denn die einzelnen Parteien werden nur dann Verpflichtungen eingehen, wenn sie wissen, dass andere Staaten das auch tun im Rahmen ihrer jeweiligen Möglichkeiten. Zweitens, wir brauchen eine langfristige Strategie. Wir können nicht länger in Jahren denken. Wir müssen in Jahrzehnten denken. Das gilt für alle Bereiche, insbesondere auch für die Finanzierung. Und drittens, wir müssen unsere nationalen Anstrengungen nachvollziehbar machen. Und zwar nach wissenschaftlichen Kriterien. Wir haben dieses Ziel noch nicht erreicht. Lassen wir uns da ganz offen miteinander reden. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir hier Fortschritte machen wollen im Hinblick auf 2020. Wir müssen die Diskussion weiter aufrechterhalten, wer wie viel beitragen wird zum Klimaschutz. Und wir müssen auch noch einmal schauen, ob unsere Ziele auch ausreichen, nämlich dass nicht mehr als 2 Grad die Erde sich erwärmt. Sie haben meine Zusage, dass die neue deutsche Regierung zu seinen Klimazielen stehen wird. -40% Treibhausgasemissionen, -55% bis 2030 und -85% bis 95% bis 2050. Wir haben bereits unsere Energiewende eingeleitet und gründen heute unsere Energieproduktion viel mehr auf erneuerbare Energien und auf eine bessere Energieeffizienz. Meine Damen und Herren, die neue deutsche Regierung nimmt aktiv teil an allen Anstrengungen, um hier die kollektiven Anstrengungen der Europäischen Union auch zu befördern. Wir tragen mit 1,8 Milliarden Euro bei, und wir werden zu unseren Verpflichtungen auch weiter stehen. Wir bereiten uns gerade vor, auch in den grünen Klimafonds bedeutende Summen einzuzahlen. Wir müssen also jetzt ganz besonders uns darauf konzentrieren. Deshalb werden wir vor Ende des Jahres mindestens 30 Millionen Euro in diesen Klimaanpassungsfonds einzahlen.